Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Podiumsgäste und vor allem lieber Cem Özdemir. Es ist uns ein großes Vergnügen, Sie alle hier willkommen zu heißen zu unserer zweiten Veranstaltung im Rahmen unserer alternativen Grünen Woche. Landwirtschaft anders, das ist seit mehreren Jahren das Motto der Heinrich-Böll-Stiftung zum Jahresauftakt über agrarpolitische Themen hier in der Heinrich-Böll-Stiftung zu diskutieren. Heute wollen wir nichts weniger als mit Cem, unserem neuen Agrarminister, darüber sprechen, wie denn der politische Aufbruch organisiert und gestaltet werden kann, welchen Rückenwind braucht es aus der Gesellschaft heraus. Das wollen wir heute mit unseren Gästen diskutieren. Ich möchte noch mal ganz, ganz ausdrücklich Cem Özdemir danken dafür, dass er sich in dieser arbeitsintensiven und zeitintensiven Woche Zeit nimmt für das Gespräch mit Vertreterinnen aus der Wissenschaft und aus Umweltverbänden. Darüber bin ich sehr, sehr dankbar und herzlichen Dank für deine Präsenz hier. Ich denke, gestern haben wir bereits genau das erlebt, was wir uns wünschen, nämlich das gemeinsame Statement von Steffi Lemke, unsere neue Umweltministerin, und dir, Cem, einen Aufbruch für eine andere Landwirtschaftspolitik öffentlich zu zelebrieren. Das war cool, fanden wir alle, dass ihr gemeinsam auftretet und es keine Gräben mehr zu geben scheint zwischen Umwelt- und Landwirtschaftsministerium. Wir brauchen eben genau diesen Aufbruch und eine Landwirtschaftspolitik, die Klimaziele, Biodiversitätsziele und Tierwohl so konsistent miteinander verknüpft, dass wir wirklich in Richtung einer zukunftsfähigen Landwirtschaft arbeiten und aufbrechen. Wir haben erlebt, wie die früheren Bundesregierungen Agrarreformen wirklich verschleppt haben, nicht in Angriff genommen haben. Das ging sehr stark auch aus unserer Sicht zu Lasten der Bäuerinnen und Bauern, weil wir brauchen wirklich eine zukunftstaugliche Landwirtschaft, die dem gerecht wird, was wir brauchen, die Paris-Ziele erreichen, die Biodiversitätsziele erreichen und artgerecht mit Tieren umzugehen. Ich kann hier und heute eigentlich nur noch sagen, dass ich mich gleich auf die Debatte freue, wie wir Weichen für eine zukunftsfeste Landwirtschaft stellen. Die Herausforderungen sind groß. Wir haben zum Teil sehr unterschiedliche Positionen in der Landwirtschaftspolitik, sehr unterschiedliche und kontroverse Positionen. Wir haben gestern bereits hier in der Heinrich-Böll-Stiftung zu dem Thema Pestizide diskutiert, weil wir als Heinrich-Böll-Stiftung zum Auftakt dieses Jahres den Pestizidatlas veröffentlicht haben. Wir hatten bereits gestern hier eine hervorragende, lösungsorientierte Veranstaltung, die sehr gut gezeigt hat, wie wir Pestizidreduktionen schaffen können bis zum Jahr 2030. Wir haben das auch diskutiert mit deiner Staatssekretärin Silvia Bender. Und ich freue mich einfach, dass es ja nicht mehr nur darum geht, Probleme zu beschreiben, sondern an Lösungen zu arbeiten, an dem, was über Jahre auch erdacht und geforscht und von der Zivilgesellschaft eingefordert wurde. Ich freue mich, dass wir heute Gäste haben. Das ist zum einen Katrin Muß, Miriam Rapior und Harald Krethe. Sie werden gleich auch, nachdem Cem Özdemir seine Vorstellungen, wie diese Weichen gestellt werden können, präsentiert hat, diskutieren. Ich gebe nun mit Vergnügen weiter an Stefanie Atwater-Espa von Top Agrar. Danke, Frau Atwater-Espa, dass Sie heute diese Veranstaltung moderieren werden. Ich wünsche dir, lieber Cem, ein gutes Gelingen, eine gute Hand als Agrarminister und uns natürlich heute Abend eine wunderbare, zukunftsorientierte, gute Debatte. Dankeschön. Vielen Dank, Barbara Unmüßig. Ein schönes Hallo auch von mir an allen, wo auch wer auch immer jetzt gerade sitzt, gemütlich oder nicht gemütlich, in Arbeitspose oder entspannt. Ich begrüße Sie, Herr Cem Özdemir. Freue mich, dass es klappt, dass wir eine Dreiviertelstunde Zeit haben, einen kleinen Talk über all das, was Sie vielleicht auch schon in diversen Interviews gestern beim Agrarkongress für diejenigen, die das gesehen oder gelesen haben, angekündigt haben, um einfach nochmal zu gucken, was ändert sich jetzt und vor allen Dingen, wie wollen Sie das
durchsetzen. Das ist, glaube ich, etwas, was viele bewegt, weil Pläne sind ja noch lange nicht etwas, was nachher auch passiert. Ich brauche Sie nicht groß vorstellen. Sie sind ein Politprofi und lange schon bekannt. Und deswegen will ich ganz gerne sofort einsteigen, bevor wir gleich uns auch ein bisschen Verstärkung aus Wissenschaft und aus der Jugend holen. Höfekrise und Umweltkrise, habe ich meine ersten Gedanken zusammengefasst. Es ist gerade eine ziemlich dramatische Situation in der Landwirtschaft, wenn ich damit anfange, vor allen Dingen in der Tierhaltung. Das haben Sie auch schon thematisiert und die Nerven liegen blank, die Menschen sind dünnhäutig, es ist ökonomisch in vielfacher Hinsicht prekär. Gleichzeitig gibt es diesen Stau an Veränderungen. Wie kriegen wir die Klimaziele auf die Reihe? Wie schaffen wir es, die Artenvielfalt wieder auf Vordermann zu bekommen? Und natürlich der Wunsch nach mehr Tierwohl. Wie wollen Sie es schaffen, dass es diese beiden Krisen auch übereinander kommen, dass beide Krisen gelöst werden sind und nicht nur die Umweltkrise zulasten vielleicht der Höfekrise? Erstmal hallo allerseits und vielen Dank für die Einladung durch die Böll-Stiftung. Ich freue mich sehr, heute mal wieder hier bei der Böll-Stiftung zu sein. Barbara Unmüßig hat ja ganz zu Beginn gesagt, dass es ein schönes Bild war, die Bundesumweltministerin und der Bundesagrarminister zusammen auf einem Bild in einer gemeinsamen Veranstaltung. Für diejenigen, die sich schon länger mit dem Thema beschäftigen, die wissen, das war jetzt nicht immer so, dass ein Bundeslandwirtschaftsminister überhaupt dahin ging oder eine Landwirtschaftsministerin. Und wenn dahin gegangen worden wäre, wäre möglicherweise ein erhöhter Schutz notwendig gewesen, da das Klima jetzt nicht das allerfreundlichste war. Was habe ich gemacht oder was haben wir gemacht? Wir haben im Grunde nichts anderes gemacht als das, was die Katrin und die Miriam gemacht haben. Das hören wir ja nachher noch, nämlich dass sich die Landjugend einerseits und die Bundjugend andererseits zusammengetan haben und einfach mal versucht haben, mit den Augen des jeweils, der jeweils anderen zu schauen und das zu verstehen und die Argumentation einzubauen. Und das ist die Antwort auf meine Frage. Ich glaube, wir müssen ein bisschen raus aus diesen Gegensätzen. Bis jetzt war das immer so, alles, was mit Umweltauflagen zu tun hat, alles, was mit Tierschutz zu tun hat, alles, was mit Klimaschutz zu tun hat, wurde quasi als ein weiterer Kostenfaktor gesehen, der bei den Bauern und Bäuerinnen, bei den Landwirten abgeladen wird. So, und daraus müssen wir raus. Jetzt müssen wir im nächsten Schritt natürlich dafür sorgen, dass wir nicht nur die Ziele erreichen. Da sind sich alle einig. Ich kenne eigentlich niemanden, der wirklich wichtig in der Debatte ist oder die wirklich wichtig in der Debatte ist, wo man widerspricht, dass wir gerade jetzt in dieser Koalition, wo wir uns das vorgenommen haben, alles dafür tun, die Klimaschutzziele zu erreichen. Da muss auch mein Ressort seinen Beitrag dazu leisten. Das Gleiche gilt für das Thema Tierschutz. Es gibt einfach deutliche Mehrheiten in der Gesellschaft, die sagen, da müssen sich die Dinge ändern. Ähnliches gilt für das Thema Artenschutz. Das ist ja kein Widerspruch, wollen wir alle. Für die Bäuerinnen und Bauern ist aber die entscheidende Frage, wie sich das beim Geldbeutel auswirkt. Und Sie haben das ja gerade schon in der Anmoderation gesagt. Die Lage ist extrem angespannt, insbesondere bei den Schweinehaltern, durch den Verfall der Weltmarktpreise, die afrikanische Schweinepest, das veränderte Konsumverhalten. Es gibt viele verschiedene Faktoren, die das beschleunigen. Also müssen wir dafür sorgen, dass Klimaschutz, dass Tierschutz eben auch eine Einnahmequelle wird für unsere Bäuerinnen und Bauern. Und das haben wir uns vorgenommen, steht in der Koalitionsvereinbarung drin. Die gute Nachricht, ich fange da nicht von null an. Also ich muss jetzt nicht das Rad neu erfinden. Ich sage das eigentlich bei jeder Rede, weil man ja auch ein bisschen immer heutzutage so mit Copyright aufpassen soll. Zu Recht, die Zukunftskommission Landwirtschaft, aber auch die Borchert-Kommission, die haben großartige Vorarbeit geleistet. Jetzt geht es darum, dass wir die Erkenntnisse, die ja alle schon längst da sind, ich muss dem ja nichts Neues hinzufügen, im Zweifelsfall füge ich gar nichts Besseres hinzu, weil die guten Erkenntnisse sind schon da. Ja. Jetzt geht es darum, und so sehe ich meinen Auftrag, das umzusetzen, Schritt für Schritt. Sie sprechen die Zukunftskommission Landwirtschaft an und auch die Borchert-Kommission. Beides hat ja im Koalitionsvertrag jetzt nicht so die Riesenrolle gespielt, aber liegt es auch daran, dass beide Kommissionen gesagt haben, wir schaffen diese Transformation der Landwirtschaft nur, wenn wir da auch massiv investieren? Ist die Koalition auch mit ihren Koalitionspartnern bereit, massiv auch Geld in die Transformation der Landwirtschaft zu investieren?
Ja, das steht ja auch drin in der Koalitionsvereinbarung. Also da steht ja drin Tierhaltungskennzeichnung, da steht ja auch drin, dass das, wie es finanziert werden soll, nicht im Detail, was das Modell angeht. Mhm. Das haben Sie dann freundlicherweise mir überlassen. Aber da steht ja einiges drüber drin. Da steht drin Ernährungsstrategie. Also sind schon sehr konkrete Dinge drin. Aber Sie haben recht, wir haben jetzt nicht quasi ein Modell uns zu eigen gemacht, sondern haben gesagt, die das verhandelt haben, das ist die Richtung. So, was habe ich gemacht? Um eben die unterschiedlichen Stakeholder dabei zu haben. Weil ich meine, jeder hat eine Ausgangsposition und im Rahmen dieses Prozesses hat man sich ja weiterentwickelt. Und am Ende die Position, die man hatte, war ja ein aufeinander zubewegen. Ja. Ich meine, wenn ein BUND, ein NABU, ein Herr Ruckwied, dass Ihre Koalitionspartner bei Ihnen sind? Also wird ein Finanzminister Christian Lindner Lust haben, auch die Landwirtschaft zu bedenken, also es fehlt ihm ja nicht an Posten, wo er Ausgaben für verteilen muss. Das hängt dann wahrscheinlich an dem Modell, was wir machen. So weit sind wir noch gar nicht, Schritt für Schritt. Also erstens, was habe ich gemacht? Eine meiner ersten Amtshandlungen war, ich habe mich mit der Zukunftskommission getroffen. Ich habe alle eingeladen und mich mit denen ausgetauscht, Corona-konform, wie es leider halt gerade nur geht. Und gestern hatte ich die Gelegenheit, ja auch Herrn Borchert, wenn auch kurz zu sprechen. Das heißt, erstens die Wertschätzung, der Dank, schadet ja auch mal nichts, dass man sich bedankt bei denjenigen, die schon einfach Vorarbeit geleistet haben. Und jetzt im nächsten Schritt, ich habe mir das zu eigen gemacht, die Erkenntnisse, die da sind. Und jetzt geht es darum, das eben voranzubringen. Und das wird nur funktionieren, wenn wir da eben genau diesen Spirit, der da erarbeitet wurde, dass jeder sich ein bisschen aus den Schützengräben rausbewegen muss, dass wir nicht mehr die Kampfbegriffe von gestern benutzen, sondern so ein bisschen mitdenken, was braucht der andere, damit wir zusammenkommen. Und so will ich es machen. Und zu Ihrer Frage, was die Koalitionsfraktion angeht, ich weiß nicht, ob Sie die Debatte im Bundestag verfolgt haben. Ich meine, die Kollegen von der SPD, die Kollegen von der FDP, bei den Grünen ist jetzt, glaube ich, eher selbstverständlich, wenn der Minister von der eigenen Farbe ist, die haben ja alle sich hinter das gestellt, was ich da gesagt habe in meiner Regierungserklärung. Das heißt, ich habe da volle Rückendeckung. Jetzt sind Sie natürlich eine sehr gute Journalistin und werden sagen, da so lasse ich ihm das nicht durchgehen. Wie wird es finanziert? Da ist meine Antwort, es gibt verschiedene Modelle. Sie kennen das, ob man das jetzt nutzerbasiert macht, Stichwort Borchert-Kommission, ob man das über eine Mehrwertsteuer macht, wie auch immer. Sie sind jetzt bei das, der Tierhaltung. Genau, und bei der das schauen wir uns an und da werden wir eine Lösung finden. Das ist auch nicht für den Sankt-Nimmerlein-Tag. 2022 steht drin und 2022 kommt die Tierhaltungskennzeichnung mit Finanzierung. Mit dem Teil, weil ohne den macht es keinen Sinn, das hätte auch jemand anders sagen können, mit dem Teil, dass wenn es weniger Tiere im Stall gibt, wenn es mehr Luft im Stall gibt, dann heißt es auch Einnahmeverlust für die Erzeugerinnen und Erzeuger. Das muss entsprechend kompensiert werden. Wo Sie den Einnahmeverlust sagen, würde ich noch auf einen Punkt auch eingehen. Sie hatten ganz früh auch schon das Signal gesetzt, Lebensmittelpreise sind nicht oder Fleischpreise halten Sie in vielen Fällen für zu günstig. Sie sprachen von Ramschpreisen. Jetzt ist es ja was anderes, ob der Preis, wie der Preis im Laden ist und was die Erzeugerpreise, was also die Landwirte davon haben. Wie soll das denn gelingen, dass auch was ankommt bei den Landwirten? Weil derzeit ist es ja letztendlich ein Problem, dass von den Mehrwerten nichts ankommt und deswegen die Landwirte auch frustriert sind. Ja. Ich habe ja zwischen den Jahren quasi so als erste Aufschläge ein paar Interviews gegeben, was Sie zitieren. Das war auch eine ganz spannende Lehrstunde für mich, um mal so ein bisschen zu sehen, wo stehen die Truppen und wie sind sie aufgestellt. Das war wirklich sehr, sehr lehrreich für mich. Wer es auch wie verstehen wollte, das ist ja auch immer ganz interessant für einen Politiker, das so ein bisschen zu fein zu sezilieren und rauszudestillieren. In a nutshell würde ich sagen, als ich angefangen habe, habe ich gesagt, das Beispiel beim Schweinefleisch, wenn wir da eben bestimmte Dumpingpreise haben, die unter den Herstellerkosten sind. Das kann nicht funktionieren in keiner Marktwirtschaft. Das geht auf Dauer irgendwie immer schief. Irgendjemand zahlt den Preis. So, und den Preis zahlen die Bäuerinnen und Bauern. Das sieht man an den Zahlen, was das Höfesterben angeht. Den Preis zahlen aber auch die, die in den Riesenbetrieben sind unter skandalösen Arbeitsbedingungen. Jetzt finde ich es ganz interessant, dass Leute, von denen man sonst nie was zu sozialer Gerechtigkeit hört, wenn es um Hartz-IV-Sätze geht, wenn es um BAföG geht, wenn es um bezahlbare Mieten geht etc., dass die immer dann die soziale Gerechtigkeit entdecken, wenn es um billiges Fleisch geht oder wenn es um Dieselpreise geht. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Ich habe das Gefühl, das sind die Status Quo-Bewahrer. Die haben sich in dem bisherigen System gut eingerichtet. Ich meine, da geht es auch um Anzeigenkunden, da geht es auch um sehr viel Geld, das unterwegs ist.
Da haben Sie genau die entsprechende Frage angesprochen. Darum habe ich auch gesagt, ein System, wo von dem einen Euro, den ich im Laden zahle für das Schweinefleisch, genau 22 Cent beim Hersteller ankommen. Ein solches System ist nicht gerecht, ist nicht nachhaltig. Das System also, hört sich jetzt nach sehr langfristig an. Wie wollen Sie jetzt den Spieß umdrehen? Also weil die Luft zum Atmen ist ja jetzt sowohl für die Schweine als auch für die Landwirte nicht mehr so klasse gerade. Auch da hat die geniale Koalitionsvereinbarung ja Aussagen dazu getroffen. Übrigens bei der Gelegenheit, auch das darf man ruhig mal sagen, das hat Renate Künast für uns verhandelt, eine meiner Vorvorgängerinnen. Also auch da habe ich ja wirklich Tolles geerbt, was da an Vorlagen da ist. Und die sagt ja, wir werden uns den Handel anschauen, wir werden uns da unter kartellrechtlichen Aspekten etc. ja, alles das anschauen. Auch da bitte ich um Nachsicht. Ich bin ja jetzt erst mal ein paar Wochen Minister. Steht auf meiner Agenda. Ja. Auch da führen wir die Gespräche. Weil es ist ja am Ende des Tages auch im Interesse des Handels, dass die Hersteller nicht über die Wupper gehen. Ja. Also müssen wir da ein gesundes Verhältnis dazu führen. Die Zahlen kennen Sie alle besser wie ich. In den 50er Jahren war es Pi mal Daumen 50%, was bei den Herstellern angekommen ist. Jetzt sind wir gerade bei 20-25% und bei Fleisch, wie gesagt, bei 22%. Das kann auf Dauer nicht gut sein, das kann auf Dauer nicht nachhaltig sein. Also muss auch das in Betracht gezogen werden. Und das ist natürlich auch meine Aufgabe als Agrarminister. Ich habe ja gesagt, ich bin der oberste Tierschutzminister des Landes, ja, aber ich bin auch, wenn Sie so wollen, der Vertreter der Landwirte und deren Interessen. Und da geht es um Wertschätzung. Aber genauso wie die Zukunftskommission in ihrem Vorwort gesagt hat, geht es auch um Wertschöpfung. Ja. Denn am Ende des Tages müssen Sie von was leben. Und das ist genau die spannende Frage. Das thematisieren wir. Wollen wir die Runde mal aufmachen? Wir haben nämlich noch drei spannende Gäste hier. Harald Grete ist Professor für Agrarökonomie an der Humboldt-Universität. Einfach bitte kommen Sie einfach alle drei dazu. Langjährig in der Agrarpolitik aktiv, lange Jahre auch wissenschaftlicher Beirat im Bundeslandwirtschaftsministerium. Neben Harald Grete sitzt Katrin Muß. Sie ist die Bundesvorsitzende von der Landjugend. Und neben ihr sitzt dann Miriam Rapior. Das ist die Vorsitzende der Jugend im BUND, im Bund für Umwelt- und Naturschutz. Und für alle diejenigen, die jetzt nicht ständig bei allen agrarpolitischen Diskussionen dabei sind, Katrin Muß und Miriam Rapior haben eigentlich der Zukunftskommission Landwirtschaft zum Durchbruch verholfen. Als es nicht weitergeht, kam die Ansage, liebe Leute, ihr seid die Zukunft. Und dann haben die beiden die Rollen getauscht, wie das Herr Özdemir ja auch schon angesprochen hat. Und eigentlich sind sie ein bisschen der Schlüssel dazu, dass wir so einen tollen Kompromissvorschlag haben, an dem auch jetzt weitergearbeitet wird. Herzlich willkommen in die Runde. Und dann gehe ich einfach schon mal, weil wir gerade bei der Tierhaltung schon lange geblieben sind, Herr Grete. Sie haben auch viele Gutachten schon sehr früh zum Umbau der Tierhaltung geschrieben. Wenn Herr Özdemir jetzt seinen Fahrplan für den Umbau der Tierhaltung vorlegt, was darf er nicht vergessen? Finanzierung. um das ganz kurz zu machen. Kennzeichnung ist gut, verpflichtende Kennzeichnung, staatliche Kennzeichnung ist gut, aber dadurch hat man noch keine Finanzierung. Klimaschutz, Rückbau von Beständen, auch richtig, dadurch hat man auch noch keine Finanzierung für Tierschutz. Und die Preise, die Idee, man hätte faire Preise, die es den Landwirten erlauben, das Tierwohl und die Umweltleistung zu erbringen über den Marktpreis, das funktioniert in einer offenen Volkswirtschaft nicht, weil wir eben den Konkurrenz haben vom europäischen Markt, auch vom außereuropäischen Markt. Und deswegen sind ja die Finanzierungsmodelle, die sind ja bekannt, auch schon seit Jahren bekannt und jetzt seit anderthalb Jahren bekannt. Borchert-Kommission hat es, zwei Jahren bekannt, Borchert-Kommission hat es Februar 2020 vorgelegt. Und natürlich ist es so eine neue Koalition, muss sich jetzt finden und man braucht politische Mehrheiten dafür. Aber im Grunde genommen wissen wir ganz genau, was es kostet. Wir wissen ganz genau, dass es über den Markt nicht funktioniert. Und da kann man jetzt, würde ich sagen, noch 3-4 Monate drüber reden, ob man es mit einer Umsatzsteuererhöhung macht, mit einer Verbrauchsteuererhöhung oder ob man es aus dem allgemeinen Haushalt nimmt. Wenn man das nicht innerhalb eines halben Jahres geklärt hat, dann verliert man, meine ich, sehr viel Glaubwürdigkeit bei den Landwirten, weil die natürlich warten darauf. Die wollen ja loslegen. Wir wissen, was wir tun müssen. Die Finanzierungsmodelle sind bekannt. Damit haben sich die Parteien auch schon seit Jahren jetzt auseinandergesetzt. Es geht jetzt um eine Entscheidung. Ich möchte jetzt meine Frage an Sie, Frau Rapior, weiterreichen. Sie sind lange aktiv und
Die BioNDuja-Jugend ist natürlich auch bei Fridays for Future aktiv. Weniger Fleischkonsum, bewusster Verzicht auf Fleisch, Abbau der Tierbestände, das sind ja alles Dinge, die zum Forderungskatalog gehören. Wenn wir jetzt hier, wie der Herr Grete gerade sagt, über Tierhaltungsabgaben sprechen, über Veränderungen der Tierhaltung, wie viel Rückhalt hat eigentlich die Tierhaltung überhaupt so in Ihrem Verband oder in Ihrer Generation? Lohnt es sich da überhaupt noch, über eine Tierwohlabgabe zu sprechen? Also ist da letztendlich die Jugend bereit, sowas auch mitzutragen? Weil es geht ja auch um gesellschaftliches Geld. Selbstverständlich in dieser Frage, die Frage der Tierbestände in Deutschland, müssen wir immer über die Ernährung sprechen auch. Meine Generation oder die junge Generation geht da mit gutem Beispiel voran. Wir konsumieren bereits weniger Fleisch, weniger tierische Produkte. Das heißt, grundsätzlich gehen wir an das Thema Tierbestände auch mit dem Thema Ernährung ran. Und das hatte Herr Özdemir auch gestern angekündigt, es wird eine Ernährungsstrategie geben. Und da haben wir natürlich auch große Erwartungen an diese Strategie. Was wird denn da kommen? Was heißt das? Na, wir müssen unsere Ernährungsgewohnheiten grundsätzlich grundlegend ändern. Und dennoch werden tierische Produkte ja nicht von unserem Teller komplett weg sein. Und deshalb müssen wir uns auch anschauen, wie Tiere gehalten werden. Und die Erwartung meiner Generation ist, dass da jetzt mit Hochdruck dran gearbeitet wird, dass Tierställe umgebaut werden. Und zwar, dass Tiere unter hohen Standards gehalten werden. Ja, Tierställe umbauen, hohe Standards. Frau Muß, da kommen Sie sofort ins Spiel. Die jungen Tierhalterinnen und Tierhalter, die Hofnachfolger und Hofnachfolgerinnen, die spüren, dass es nicht so weiterläuft. Sie spüren das, weil es ökonomisch ist, aber sie spüren es auch gesellschaftlich. Sie sind auch Teil der Gesellschaft. Was würden Sie sagen, welcher Plan B ist denn in den Köpfen von denjenigen drin, die jetzt wirklich auf einem Standort sind mit viel Tierhaltung? Das sind meistens Orte, an denen gar nicht so viel Alternativen mit anderen Feldfrüchten möglich sind. Worauf stellen sich diejenigen jetzt ein? Ich glaube, man muss da einmal differenzieren zwischen zwei verschiedenen Betrieben. Einmal den Betrieben, die die Möglichkeit haben, ihre Ställe umzubauen Richtung mehr Tierwohl, zum Beispiel durch Außenställe für Schweine. Gerne momentan beliebt sind auch zum Beispiel Hühnermobile, um eben Formen zu finden, die der Verbraucher oder die Gesellschaft haben möchte, die dann aber auch ihren Absatz finden. Und dann zwischen Betrieben, die eben keine Möglichkeiten sehen, sich zu verändern, die dann quasi aus der Tierhaltung aussteigen müssen. Und da gibt es einmal große Betriebe, die durch ihre landwirtschaftlichen Flächen vielleicht Möglichkeit haben, etwas anderes zu machen, vielleicht auch die Betriebszweig zu wechseln Richtung Energie oder vielleicht Richtung Tourismus. Es gibt aber auch die Betriebe, die zu klein sind, um was anderes zu machen, die eben nicht mehr genug Wertschöpfung aus ihren Flächen erreichen können. Und genau die Betriebe, die müssen wir aber auch mitnehmen und auch Lösungen für die finden. Denn noch mehr Höfe, die quasi aus der Landwirtschaft aussteigen, die möchten wir ja auch nicht. Wie viel Inspiration nehmen Sie wahr? Also wie viel Inspiration und Ideen? Also es hat ja so ein bisschen an Ideen gemangelt, wenn ich das mal so sagen darf, in den letzten Jahren. Wie viele Ideen lodern da, zu sagen, ich mache Landwirtschaft, aber anders? Ich glaube, zunehmend mehr. Vor allem die junge Generation hat ja die Chance, im Rahmen der Hofnachfolge Ideen einzubringen und neue Betriebszweige auch zu schaffen. Ich glaube, es läuft langsam an. Wir brauchen aber noch viel mehr Transparenz über Möglichkeiten, die da sind. Viel mehr Austausch, damit auch andere Betriebe auf Ideen kommen, was machbar ist, wovon sie auch eine Zukunft für ihre Betriebe aufbauen können. Ja. Herr Özdemir, wenn wir jetzt bei der Tierhaltung sind und den Klimaschutz mit ins Boot nehmen. Die Borchardt-Kommission hat den Klimaschutz nicht wirklich und auch den Abbau der Tierbestände nur begrenzt betrachtet. Ich weiß von Frau Künast, dass ihr das alles gar nicht weit genug geht und sie sagt, die Ziele, die dort zum Beispiel jetzt geplant sind bis 2040, die sind einfach viel zu hoch noch. Diese Fleischnachfrage werden wir gar nicht mehr haben. Gehen Sie da mit? Planen Sie ein Borchardt Plus, also Borchardt, die Vorschläge noch mal zu verschärfen, sage ich mal? Die Borchardt-Kommission hat vor allem Finanzierungsvorschläge gemacht, was den Umfang angeht. Herr Ruckwied hat sich auch drauf bezogen, Bauernverband. Da schauen wir uns jetzt an, welches Modell. Sie haben ja die verschiedenen Modelle vorgestellt. Ich glaube aber, dass wenn wir einen Beitrag zum Klimaschutz leisten sollen, geht es auch angesichts der veränderten Konsumentennachfrage, Sie haben das ja erzählt, wie das Ernährungsverhalten ist, nicht ohne eine Reduzierung der Tierbestände. Das eine gehört zum anderen dazu und dafür braucht es logischerweise eine finanzielle Kompensation, sonst fliegen uns einfach zu viele raus. Ich will auch noch mal was dazu sagen, warum das wichtig ist, dass es Landwirte gibt, in der Fläche. Das hat auch was damit zu tun, wie der gesellschaftliche Zusammenhalt funktioniert. Wenn wir da irgendwelche Investoren haben, die da tätig sind, haben wir nichts gewonnen.
die kümmern sich nicht darum, dass es noch einen Bäcker gibt, dass es noch einen Metzger gibt, dass es ein Dorffest gibt, dass die jungen Leute vielleicht da auf dem Lande bleiben, dass da vielleicht auch, was weiß ich, eine Zukunft da ist, dass wir vor allem diese Orte nicht den Fanatikern überlassen. Das heißt, dieses ganze Thema, was wir hier diskutieren, das hat eigentlich auch eine gesellschaftliche Funktion darüber, in welchem Land wir künftig leben wollen. Insofern bin ich quasi auch als Agrarminister und Ernährungsminister sowas wie eine Art, steckt ja auch Wirtschaft drin bei Landwirtschaft, der Wirtschaftsminister des Landes. Das Land braucht eine starke Lobby, eine starke Stimme. Und da hilft mir ja das veränderte Konsumverhalten in der Gesellschaft. Also wir sind eigentlich viel weiter. Das Problem ist nur, die Umsetzung nachher beim Einkaufsverhalten lässt manchmal zu wünschen übrig. Also wenn man das abfragt, das Bewusstsein der Leute, sensationell. Aber man merkt es noch nicht unbedingt immer im Konsumverhalten. So, da müssen wir ein bisschen mithelfen. Da können wir auch was tun. Wir können in der Bildung viel tun. Wir können zum Beispiel den Staat als Einkäufer nutzen mit seiner Marktmacht. Wenn der Staat eben sagt, wir wollen regionale Produkte, wir wollen, wenn wir bei 2030 30% biologische Landwirtschaft, ökologische Landwirtschaft sein wollen, dann kann der Staat eben auch dafür sorgen, dass dort, wo er selber Einkäufer ist, entsprechend er einkauft. Auch da können wir was verändern. Wir können unsere Wertschätzung auch dadurch äußern, dass wir in den Kantinen, da, wo wir das Wertvollste haben, unsere Kinder in den Mensen, in der Schule, eben auch nicht mehr den letzten Cent einsparen, sondern auch da die Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Also es ist nicht so, dass wir nichts tun können. Worum es jetzt geht, ist, dass das, was da erarbeitet wurde durch eure großartige Arbeit, dass das nicht jetzt im Regal verschwindet, sondern dass dieser Spirit, den man auch in der Greenpeace-Studie ja gesehen hat, was die Mehrheitsverhältnisse sind, ich sage mal ganz ehrlich, hätte man mich vorher gefragt, wie die Zahlen sind, ich hätte mich komplett verschätzt. Ich hätte die Zustimmungsrate viel niedriger eingeschätzt. Also auch meine eigene Wahrnehmung war falsch. Ich hätte gedacht, so weit sind wir noch nicht. Das heißt, die Zustimmung ist da. Ich habe gestern mit Herrn Ruckwied diskutiert. Das habe ich jetzt auch noch nicht immer gehört, dass der Chef vom Bauernverband sagt, ja, wir stehen hinter dem, was ihr da macht. Natürlich sagt er dann gleich, ich will meine 4 Milliarden, am besten gestern. Da konnte ich mir jetzt nicht sofort zusagen, weil ich habe sie einfach nicht dabei. Ich habe sie auch sonst nicht. Mir scheitert es nicht. Aber dieser Spirit, dass jetzt vom Bauernverband bis zur Umweltseite, bis zum Verbraucherschutz, bis zur Wissenschaft eigentlich die Erkenntnisse da sind, den müssen wir jetzt umsetzen. Es gibt jetzt auch einen Koalitionsauftrag, das hat man bis jetzt auch nicht. Bis jetzt war es eben so, in der Großen Koalition haben sich die beiden Parteien gestritten, SPD versus CDU-CSU. Und dann gab es ja nochmal einen Streit innerhalb CDU-CSU mit den unterschiedlichen Seiten. Also wir haben jetzt eine politische Mehrheit, wir haben eine gesellschaftliche Mehrheit. Ich habe ja neben der Zukunftskommission, telefoniere ich ja auch ständig mit meinen Landesagrarministerkolleginnen. Ganz spannendes Ergebnis, auch da hätte ich mich komplett getäuscht, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich die Augen zumache und ich rufe jemanden an, CDU oder Grüne oder SPD, die sagen nichts grundlegend anderes. Weil die genauso wissen, ohne dass wir, haben wir ein Problem mit dem Mikro? Liegt das an mir? Das liegt an uns beiden, da teilen wir es uns einfach. Also jedenfalls, um das abzuschließen, da können Sie vielleicht nach dem Mikro schauen. Die sagen mir alle, mach, aber natürlich geh du voran, weil alle so ein bisschen Angst haben vor der öffentlichen Reaktion, wenn man eben über Fleischpreise redet, wenn man über auch die Frage redet, dass natürlich am Ende des Tages das nur geht, auch jetzt bei der Ernährungsstrategie, weniger Salz, weniger Zucker, weniger Fette, auch darüber muss man reden. Auch das hat eine Gerechtigkeitsdimension, die Ernährungskrankheiten, das kann ich als Arbeiterkind, da kann ich ganz gut mitreden, da kenne ich mich ganz gut aus, das sind eben die sozial benachteiligt, die haben auch die Folgen zu tragen. Insofern schließt sich da auch ein Kreis. Aber das ist doch genau diese Aufbruchstimmung, die für Sie eine Steilvorlage ist. Im Gegensatz zu anderen Ministerinnen, Minister, also Vorgängerinnen von Ihnen, haben Sie jetzt die fabelhafte Situation, dass wir durch die Zukunftskommission Landwirtschaft zusammengewachsen sind und für Ihre Maßnahmen da Unterstützung ist, grundlegende ja. Unterstützung. Also die Aufbruchstimmung ist zu spüren. Ich würde mich nur nicht darauf ausruhen, will ich nur sagen. Und ich habe den Agrarkongress auch verfolgt und Ihre Maßnahmen mir angehört, da sind einige spannende Dinge dabei, Tierhaltungskennzeichnung, also verbindliche Kennzeichnung für tierische Produkte, Ernährungsstrategie und so weiter. Was mir dabei fehlt, ist zu wissen, was dann noch kommt. Also den ersten Schritt zu wagen, ist sicherlich richtig und da kommen gute Signale von Ihnen in unsere Richtung oder in all unsere Richtungen. Aber
es ist nicht mehr, wir haben nicht mehr Zeit für diese Signale, wir haben keine Zeit mehr für Leuchtturmprojekte und eine Politik der Leuchtturmprojekte. Das heißt, ich erwarte von Ihnen einen Plan, der uns aufzeigt, uns Umweltschützerinnen der Landwirtschaft aufzeigt, wie, wann, welche Maßnahmen, die die Zukunftskommission Landwirtschaft empfiehlt, umgesetzt werden. Und zwar nicht nur für Ihre Legislaturperiode, sondern darüber hinausgehend. Also was stellen Sie sich vor, Sie wären 15 Jahre lang Landwirtschaftsminister, wann würden Sie was umsetzen? Weil es ist klar, dass Sie nicht in Ihrer... Vielen Dank. Naja, es ist klar, dass Sie das nicht alles schaffen werden in Ihren 4 Jahren. Ich befürchte, oder was heißt befürchte, das hat ja auch was mit Respekt zu tun. Ich glaube, die Wählerinnen und Wähler haben da auch noch was mitzuentscheiden. Lassen Sie uns anfangen. Das Problem bis jetzt war immer, dass man sich lange unterhalten hat darüber, was man alles tun könnte. Ich will machen. Also fangen wir jetzt an mit der Tierhaltungskennzeichnung. Nicht irgendwann, dieses Jahr. Dieses Jahr kommt die Tierhaltungskennzeichnung. Wir machen jetzt die Ernährungsstrategie. Wir gehen jetzt los, damit wir 2030 die 30% biologische Landwirtschaft haben. Das heißt, wir fangen jetzt an, nicht irgendwann. Ich werde Sie an Ihre Worte erinnern, wenn ich den ersten Shitstorm kriege, wenn ich das vorlege, weil dann wird es heftig werden. Da werde ich Sie brauchen. Shitstorm ist ein schönes Beispiel, dass wir zum Thema Pestizide kommen. Das haben Sie gestern mit Frau Lemke auch gar keinen Zweifel dran gelassen, dass Sie die Reduktion Pestizide, Pflanzenschutzmittel, je nachdem, wie man es jetzt auch nennen mag, und das auch in der Fläche. Und weil Sie Shitstorm sagen, denke ich sofort daran, dass die Vorgängerregierung genau daran ja gescheitert ist. Also in dem Moment, in dem das Insektenschutzpaket auf dem Tisch war, rollten die Traktoren nach Berlin und das war so das Tröpfchen, was das Fass zum Überlaufen hatte und es war ein massiver Gegenwind und danach ging ja gar nichts mehr. Wie wollen Sie das denn jetzt anders machen, also dass in diesem Sommer nicht bei Ihnen vor der Haustür wieder die gleiche Unmut steht und sagt, so nicht, Herr Özdemir, Frau Lemke? Auch da ist die Koalitionsvereinbarung ja klar, die sagt, wir müssen da runter, das werde ich machen, das werde ich umsetzen. Man muss jetzt auch nicht immer auf den lautesten hören, das gehört auch ein bisschen dazu, dass man dickes Fell hat. Ich habe den Eindruck, zum Beispiel bei Glyphosat ist es so, da haben wir uns ja sehr klar festgelegt, dass wir raus wollen. Aber wenn ich jetzt mit vielen Landwirten rede, dann machen die das schon längst. Die sind schon längst dabei, dass sie runtergehen, weil sie das selber erkannt haben. Also wir fordern die Forschung, wir wollen da raus und wollen Alternativen. Aber es ist auch klar, was nicht mehr gehen wird, ist, dass wir die Kosten permanent externalisieren. Wir externalisieren sie an die künftige Generation, wir externalisieren sie an die dritte Welt. Siehe Lieferketten, haben wir ja auch gesagt, entwaldungsfreie Lieferketten. Wir externalisieren sie ans Wasser, wir externalisieren sie an die Böden. Ein solches System ist nicht nachhaltig. Ja. Wo sind denn die Schmerzpunkte, Frau Muß? Also wenn wir jetzt wirklich um den Pflanzenschutzmitteleinsatz, um den Rückgang gehen, also wenn Herr Özdemir sein Ziel mit 30% Ökolandbau durchsetzt, haben wir immer noch 70% konventionelle Landwirtschaft. Und irgendwie brauchen wir sie ja auch für die Produktion von den großen Rohstoffen. Was würden Sie sagen? Wo sind da die Schmerzpunkte, wo einfach gesagt wird, okay, hier müssen wir reden? Es sind auf jeden Fall Schmerzpunkte zu erkennen. Wenn ich über den ZKL-Abschlussbericht rede mit Landwirten, werde ich oft auf den Pflanzenschutz angesprochen, warum wir als Landwirtschaft mitgehen konnten, dass reduziert werden soll. Und die Sorgen sind einfach darin begründet, dass immer mehr und mehr Wirkstoffe verboten werden, aber Alternativen fehlen. Und ich denke, da ist noch einiges möglich, vor allen Dingen auch im Zulassungsverfahren. Die Mittel müssen natürlich sorgfältig geprüft werden, aber dann auch schlussendlich zugelassen werden. Und da ist noch einiges notwendig. Gerade eben wurde Glyphosat angesprochen. Ich nehme auch wirklich oft wahr, dass der Rückgang vielen Betrieben vorgenommen wird. Dennoch fehlt aber auch dort den Betrieben die Alternative. Was ist, wenn ein Jahr kommt, wo man es wirklich braucht? Was macht man dann? Es ist auch viel mit mechanischen Möglichkeiten möglich. Dennoch müssen die Alternativen wirklich auch erkennbar sein. Da könnte aber auch ein Austausch zum Beispiel mit der Ökolandwirtschaft helfen, um dann wieder Verfahren zu etablieren. Denn ich denke auch, dass die konventionelle Landwirtschaft in puncto Pflanzenschutz wahrscheinlich noch nachhaltiger werden kann. Sie muss es aber auch kommuniziert bekommen, wie es letztendlich funktionieren kann. Viel ist ja auch die Rede, dass es Kooperationen, einfach mehr Kooperationen braucht. Das war auch ein Ergebnis der Zukunftskommission Landwirtschaft. Kooperationen zwischen Naturschutz und Landwirtschaft, Frau Rapior. Welche Kooperationen sehen Sie da am schnellsten umsetzbar und wo müssen wir langfristig hin?
Also ja, grundsätzlich haben wir uns in der Zukunft in Landwirtschaft, ZKL, darauf, wir wollten diesen gemeinsamen Spirit wie weitertragen und haben gesagt, Kooperationen sind grundsätzlich gut. Ich will aber auch da ein bisschen warnen, das wird nicht alles lösen. Also ich glaube nicht, dass BUND-Jugendgruppen und Landjugendgruppen gemeinsam Landschaftspflege in Zukunft betreiben werden. Das ist, glaube ich, zu romantisiert. Und gleichzeitig sehe ich Potenzial darin, dass NaturschützerInnen des BUND Landwirtinnen und Landwirte beraten und sagen, hier, den Blühstreifen kann man doch so oder so anlegen. Also da Synergien zu nutzen zwischen eben den verschiedenen Expertisen des Umwelt-Naturschutz und der Landwirtin, darin sehe ich eigentlich das Potenzial. Aber gleichzeitig, ich glaube, das wird nicht von alleine passieren. Ja. Also da weder die eine noch die andere Seite gehört so irgendwie zusammen und da muss man schon, ich gucke wieder in Ihre Richtung, das muss man schon ermutigen, sage ich mal. Und wenn man also regionale Kooperationen wie zum Beispiel, wie ich gerade sagte, um Blühstreifen anzulegen. Wenn man das fördern möchte, dann muss man ein Programm aufsetzen. Wenn wir jetzt schon merken, auch hier in dieser Gruppe, es gibt unheimlich viel Konsens und unheimlich Bereitschaft, jetzt loszulegen. Woran liegt das eigentlich, Herr Grete? Ist es der Klimaschutz, der so ein bisschen der Gamechanger geworden ist, weil letztendlich die Landwirtschaft so stark betroffen ist und auch deswegen letztendlich jetzt getriggert ist, zu sagen, wo wir stehen, geht es nicht weiter? Wenn man sehr lange etwas nicht tut, was man eigentlich tun müsste, dann steigt natürlich dieser Handlungsdruck, der Handlungsstau. Und das haben wir in der Agrar- und Ernährungspolitik natürlich schon sehr lange. Das ist ja nicht neu. Das, was wir jetzt hier besprechen, das ist in endlosen Reihen von Gutachten schon irgendwo hingeschrieben worden, dass man das alles tun sollte. Und das kriegt mehr öffentlichen Druck über Jugend sehr stark. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob nun die Gutachten des Beirats wichtiger sind oder die Fridays for Future-Bewegung. Letztendlich ist das eine Kombination, denn sie brauchen auch den Druck sozusagen von der Straße. Und da hat sich auch in der Landwirtschaft die Erkenntnis durchgesetzt, dass man mit der Gestaltungsverweigerung nichts gewinnt. Das war ja lange Zeit das Gefühl, wenn wir irgendwie das alles aussitzen, dann wird es so weitergehen wie bisher. Dann gibt es da irgendwie so pauschale Direktzahlung und gut ist. Und ich glaube, das ist begriffen, dass man das nicht aussitzen kann, dass der gesellschaftliche Druck, der Biodiversitätsschutz, der Gewässerschutz, der Tierschutz, der Klimaschutz, dass der Druck ja da ist. Und das bricht sich Bahn über Volksbegehren, über Verfassungsklagen. Und letztendlich steht man vor der Wahl, entweder das ordnungsrichtlich irgendwann sehr kurzfristig übergestülpt zu bekommen oder es mitzugestalten. Und da hat sich die Situation wirklich verändert, dass, glaube ich, in der Landwirtschaft selber, man sieht, ja, das kommt sowieso und wir wollen gerne mitgestalten, weil das unsere Zukunft ist. Und insofern, denke ich, muss die Politik auch aufpassen, dass sie in der Geschwindigkeit, wie sich jetzt die zivilgesellschaftliche und die berufsständische Diskussion entwickelt, dass sie in der Geschwindigkeit dabei bleibt. Und insofern würde ich auch nochmal Frau Rapior unterstützen in ihrer Ungeduld. Denn man kann sagen, die Borchert-Kommission, die hat ja noch gar nicht geredet über Bestandsreduktion. Nee, hat sie auch nicht. Weil sie wusste, in der Zusammensetzung wird sie sich in der Hinsicht nicht einigen. Aber es gibt wohl kaum jemanden in der Borchert-Kommission, der davon ausgeht, dass die Bestände konstant bleiben. Jeder weiß, dass die Bestände zurückgehen. Die Frage ist, wie stark bringen wir die Bestände zurück, in welcher Geschwindigkeit und mit welchen Instrumenten. Und da ist es wirklich an der Zeit, das jetzt auch in die großen politischen Erzählungen einzubeziehen. Insofern ist Borchert Plus richtig, ja, Tierwohl. Und die Bestände runter und da, um die Landwirtschaft mitzunehmen, ihm zu sagen, ja, und zwar nicht nur die Haltung, sondern den Konsum. Denn es wäre ja geradezu verrückt, wenn wir bei uns die Bestände zurückbauen und die Produkte trotzdem konsumieren, dann wäre ja nichts gewonnen. Also müssen wir vor allen Dingen über den Konsum kommen. Und auch dafür ist die Zeit, glaube ich, reif. Das ist inzwischen begriffen, das ist Mainstream-fähig und die Politik braucht jetzt den Mut, sozusagen eigentlich hinterherzukommen bei dem, was die ZKL auch an der Stelle schon gesagt hat. Denn dort ist das ja auch ausgesprochen. Weniger tierische Produkte. Darf ich ganz kurz was ergänzen? Ja. Weil wir haben jetzt lange geredet über die nationale Ebene und das, was in Deutschland los ist. Agrarpolitik hat ja auch was viel mit Europa zu tun. Ja, Sie wollten sowieso dahin kommen. Ja, ich wollte die Geschwindigkeit nämlich aufnehmen von Herrn Grete. Die Geschwindigkeit, und da sind wir nämlich in Europa, da gab es gerade eine Reform und die soll ab 2023 gelten. Und da sind eigentlich alle unzufrieden. Sowohl die Landwirte, die Ökobetriebe auch und die Umweltschützer, Frau Rapior, sowieso. Wie wollen Sie denn da jetzt noch ein Vertrauen
erarbeiten sich und auch, wenn wir jetzt von Herrn Grete den Punkt aufnehmen, dass sie da nicht auch zu spät sind, weil auch viele ja jetzt warten so, ja, ich will das jetzt machen und dann muss ich das doch auch irgendwie niederschlagen in dem, was aus Brüssel zu mir zurückkommt. Ja. Ja, die habe ich ja erstmal geerbt. Das ist manchmal so in der Politik, dass du auch Dinge erbst. Da konnte ich keinen Einfluss mehr drauf nehmen. Und ich hätte sie jetzt natürlich blockieren können, aber dann hätten Sie zu Recht gesagt, von der Landjugend und vom Bauernverband und von allen Berufsorganisationen, wir brauchen Planungssicherheit. Also habe ich mich für die Planungssicherheit interessiert, habe mich entschieden dafür. Gleichzeitig arbeiten wir jetzt aber mit Hochdruck dran, in der nächsten Stufe dann dafür zu sorgen, dass das, was eigentlich auch bei Ihnen in der Kommission, aber auch draußen mittlerweile Konsens ist, dass man die Mittel von der ersten auf die zweite Säule verlagert, nicht mehr die Fläche entlohnt, sondern das, was auf der Fläche passiert, entlohnt. Das heißt, alles das, worüber wir jetzt gerade diskutiert haben, weil wir ja ganz am Anfang Ihre Frage, Sie erinnern sich, wo soll das Geld herkommen? Ja. Da reden wir über sehr viel Geld, über Milliardensummen. Stellen Sie sich mal vor, wir schaffen das, dass wir das jetzt wirklich neu ausrichten, dass alles das, was Sie an sinnvollen Dingen beschrieben haben, eben künftig auch Teil der GAP ist, der Entlohnung. Da hätten wir schon mal sehr viel gewonnen. Das wäre ein Riesenhebel. Und deshalb habe ich mich gerade gemeldet. Das ist ja alles nichts, was nur in Deutschland stattfindet, die Debatte. Ich war jetzt gerade am Montag im Rat in Brüssel, führe da ja auch immer die Zwischengespräche mit den Kolleginnen und Kollegen und mit der Kommission. Schauen Sie, beim vorletzten Rat, das war mein erster Rat, da kamen Ideen, haben die Brustbeinfrakturen in der Hühnerhaltung angesprochen. Wir wissen 85%. Und wenn wir mal ehrlich sind, wissen wir, das Problem haben wir nicht nur in der Hühnerhaltung, dass wir durch Zuchtlinien eine Entwicklung haben, die eigentlich hochproblematisch ist, über die wir mal reden müssen. Wo kommt das her? Das kommt eben daher, dass wir die Landwirtschaft gezwungen haben. Ich mache das gar nicht anklagen. Wir haben sie gezwungen durch die Struktur, die erzeugt wurde. Da hat sich die Politik und die Verbandsführung früher eben immer so ein bisschen gegenseitig, so läuft das, immer schneller, höher, weiter. Dieses System ist an die Grenze gekommen. So, wir haben jetzt die Zahlen. Ich habe jetzt bei mir im Haus angeordnet, wir wollen das selber auch erforschen. Ich will da wissenschaftliches Material, das belastbar ist. Aber dann werde ich mich damit beschäftigen müssen. Ich kann ja nicht so tun, als wüsste ich das nicht. Ich kann ja nicht einfach einen Teil der Festplatte bei mir löschen. Ähnliches gilt für die Frage, dass unsere Kollegen jetzt eben auch beschäftigt, die Niederlande, die hat in der Koalitionsvereinbarung der jetzt neuen Regierung die Tierzahlreduktion konkret festgeschrieben. Ich sage nicht, dass man den Weg so gehen muss, aber den gehen die. Die haben sogar aus dem Agrarministerium quasi eine Art Subministerium geschaffen, nur für das Thema Nitrat, weil das dort so eine dramatische Rolle spielt. Ist das, also das heißt, etwas, was Sie sich auch vorstellen können für Deutschland, weil Sie das jetzt so ansprechen? Ich brauche nicht eine Nitratministerin, das mache ich schon bei mir das im Haus. Das haben Sie jetzt mir sowieso vor nix. Der Tür. Das kann ich schon selber machen, da habe ich ein großartiges Haus. Aber dass das Problem da ist, das zeigt es ja. Und die diskutieren alle drüber. Alle haben ähnliche Debatten und darum müssen wir die Debatte hier führen. Wir müssen aber auch auf europäischer Ebene dafür sorgen, dass wir es da voranbringen mit der Kommission. Aber ich werde nicht auf Brüssel warten. Ich mache das, was national machbar ist. Gleichzeitig brauchen wir eine Herkunftsbezeichnung. Das müssen wir europäisch machen, weil auch da komme ich ja dem Wunsch der Bauern und der Konsumenten entgegen und Konsumentinnen entgegen, die sagen, wir wollen wissen, wo kommt das Zeug her, wo kommen die Sachen her. Und da haben wir viele Hebel, wo wir was machen können. Vielleicht das nochmal zum Schluss. Wir kriegen es nur bewegt, wir kriegen es nur gewuppt, wenn, ich sage jetzt nicht, wer es ist, aber man kann sich ja vorstellen, da gibt es ja so eine Zeitung mit 4 Buchstaben zum Beispiel, als jetzt einfach symbolisch, wenn die dann eben anfangen, die Kampagnen zu fahren, dass wir da eben alle miteinander stehen und sagen, uns in die Augen schauen und sagen, es ist jetzt Zeit, wir haben die Mehrheit hinter uns, nicht die Lautesten sind die Mächtigsten, sondern wir sind die Mächtigsten, weil wir die Mehrheit haben. Und schaffen Sie das dann, um eine letzte Frage noch zu Europa zu stellen, also dass schon 2024 nennenswerte Veränderungen auf die Straße kommen bei der Vergütung oder bei der Honorierung von Umweltleistungen? Weil also das wäre wieder dieser Zeitaspekt und auch wenn die Zeitung mit den 4 Buchstaben kommt, also viel. Das ist jetzt ein Symbol quasi für diejenigen, die da mit viel Geld, mit ob viel Macht. Ob jetzt 2027 etwas Apparat losgeht oder 2024, ist ja ein Unterschied. Wir werden alles machen, was wir tun können. Wenn ich da ergänzen darf, Deutschland ist ein großer Mitgliedstaat in der EU. Und wenn Deutschland sich dafür engagiert einsetzt, die nächste Reform zu prägen,
dann hat Deutschland auch gute Chancen, dafür Allianzen zu bilden. Das ist ja in der Vergangenheit nicht passiert. Und wenn man da nur hingeht, kurz vor Verhandlungsende, und sich dann wundert, dass die anderen noch nicht so weit sind, dann funktioniert das nicht gut. Wenn man aber so wie jetzt, und da ist der Koalitionsvertrag mutig, steht ja drin, man möchte das gegenwärtige System der Direktzahlung ersetzen. Also nicht die Direktzahlung etwas reduzieren, sie etwas verändern. Man will es ersetzen durch zielorientierte Zahlungen für Klima- und Umweltschutz. Und genau das ist richtig. Und da stehen die Chancen, glaube ich, gut. Und so wie Sie sagten, Herr Özdemir, man braucht auch nicht auf Brüssel warten. Wir können ja heute schon unsere Agrarpolitik im Rahmen des legislativen Rahmens der EU sehr viel nachhaltiger gestalten, als wir das heute tun. Also da brauchen wir wirklich nicht zu warten, sondern wir können gestalten. Und wenn wir das rechtzeitig tun, haben wir sogar Chance, in Europa wesentlich mitzugestalten. Darf ich vielleicht einmal da ganz kurz reinspringen, weil ich mich ein bisschen erinnert fühlte, als Sie anfingen, über Europa zu sprechen und Ihr Engagement in Europa. Da fühlte ich mich ein bisschen an die Parole, die Rhetorik von Julia Klöckner erinnert, um ehrlich zu sein. Nur, Sie haben es dann wieder aufgefangen und sagten dann, ja, aber Sie wollen auch nicht warten auf Europa. Im Gegenteil, was ich eigentlich erwarte, ist, dass Sie unsere Aufbruchsstimmung auch mit nach Europa bringen. Weil die wirtschaftliche Situation in der Landwirtschaft in anderen europäischen Staaten ist ja deutlich schlechter als in Deutschland. Und da trotzdem, trotz schlechterer wirtschaftlicher Situation zu sagen, und dennoch schaffen wir eine ökologische Transformation und wir unterstützen uns gegenseitig dabei, das erwarte ich eigentlich. Das ist ein bisschen wie Professor Grete. Sie haben eigentlich meine Antwort gegeben, Professor Grete. Wir müssen eben da schauen, dass Deutschland jetzt... Hört man mich? Funktioniert es? Ja. Deutschland hat die Seiten gewechselt. Wir sind jetzt im Reformlager, wenn man so will, auf europäischer Ebene. Auch da gibt es ja Dinge, an die man anknüpfen kann. Die sogenannte Wucht-Gruppe, das sind die Länder, die eben beim Tierschutz eine etwas andere Sicht haben wie andere Länder. Das war bis jetzt auf dem niedrigsten, genau, das war jetzt auf dem niedrigsten Niveau. Jetzt wollen wir eben nicht mehr auf dem niedrigsten Niveau, sondern auf höchstem Niveau gemeinsam vorangehen. Ich habe meine Kollegen jetzt alle der Reihe nach getroffen. Und jetzt wollen wir da eben gemeinsam initiativ werden, dass wir innerhalb der Europäischen Union im Rat, wenn man so will, das Reformlager anführen. Und Deutschland ist da jetzt ganz vorne dabei. Wir sind nicht mehr die Bremser. Jetzt haben wir schon einen ganzen Strauß an Themen zusammengebunden. Und ich bin jetzt quasi schon fast so ein bisschen bei der Reflexion des Ganzen. Und es gab jetzt sehr viel Übereinstimmung, was man alles so tun müsste. Und deswegen will ich Sie noch mal fragen, Herr Grete, jetzt sind wir nicht im luftleeren Raum und Herr Özdemir kann durchregieren. Also was müssen die Grünen jetzt tun, um die Mehrheiten, also wir haben ja auch noch einen Bundestag und wir haben auch noch unterschiedliche Fraktionen, die auch die grüne Fraktion möchte gerne was erreichen. Also was muss jetzt, oder was wäre Ihre Empfehlung, was müssen Sie jetzt tun, damit das nicht versandet? Also es gab ja auch schon aus anderen Richtungen viele Ideen, wie man es machen kann. Ja. Also letztendlich, was Herr Özdemir da tun muss, das weiß er viel besser als ich, weil er ein politischer Profi ist. Das bin ich nicht. Aber ich will es mal aus der Außensicht beschreiben. In der Tat besteht jetzt große Einigkeit. Und nun können wir ganz konkret definieren, woran eigentlich der Erfolg in 1 bis 2 Jahren gemessen wird. Haben wir eine Tierwohlfinanzierung? Haben wir eine Düngegesetzgebung auf dem Weg, die wirklich funktioniert und nicht immer wieder Flickwerk ist? Sind wir eingestiegen in eine Ernährungsstrategie mit deutlichem Rückbau der tierischen Produkte? Sind wir eingestiegen in eine Moorwiedervernässung mit der klaren Zielansage, wir müssen bis 2045 etwa 1 Million Hektar, und das ist viel, Wiedervernässung. Damit müssen wir heute anfangen, das voranzutreiben. So, wenn da in 2 Jahren es sozusagen politisch immer noch heißt, da liegen verschiedene Modelle auf dem Tisch und da müssen wir mal alle gemeinsam drüber reden, dann wäre das sozusagen schief gegangen. Und natürlich ist es jetzt eine neue Koalition und nun wird es darum gehen, und das ist wirklich mehr etwas für politische Profis als für Zivilgesellschaft und als für Wissenschaft, um dann die Allianzen zu schmieden. Und ich nehme immer gern das schöne Beispiel der Umsatzsteuererhöhung heraus, weil es wirklich so einfach wäre. Im Koalitionsvertrag steht ja, man möchte doch ein von den Marktteilnehmern getragenes System
was nicht allzu bürokratisch ist. Also in meiner Einführung in die VWL erkläre ich das den Erstsemesterstudierenden so, dass es zum Beispiel eine Umsatzsteuer ist, ein von den Marktteilnehmern getragenes Modell, nicht wahr? Das wird überwälzt und es ist auch bürokratisch nicht so schwierig, wir haben das Instrument ja schon. Und man könnte tierische Produkte damit von heute auf morgen 12 Prozentpunkte teurer machen, dann hätte man etwas Finanzierungsspielraum im Bundes, in den verschiedenen Haushalten für Tierwohlzahlung und man hätte auch ein klares Signal, wir müssen mit den Konsummengen runter. Und wie das jetzt gelingt, wie man dabei zum Beispiel die FDP mitkriegt, die sich wahrscheinlich ein von etwas anderes vorstellt, bei von den Marktteilnehmern getragenes System, dann muss man vielleicht die Umsatzsteuererhöhung, ist ja im Grunde genommen eine Umsatzsteuervereinfachung, weil man den reduzierten Satz wegnimmt für die tierischen Produkte, ist also im Grunde genommen sowas wie ein Subventionsabbau, ja. Denn eine Steuerverringerung für bestimmte Produkte ist ja eine Subvention. Also kann man eigentlich Subventionsabbau betreiben. Und das ist vielleicht eine Vokabel, die in manchen politischen Gruppierungen besser kommt. Aber das ist sozusagen dann die Kunst des politischen Handwerks, dafür jetzt auch Mehrheiten zu finden. Sie sagten durchregieren. Ich habe das gestern als wohltuend empfunden, dass zwei zentrale beteiligte Häuser so gemeinsam auftreten. Weil natürlich können genauso wie Sie beide das vorangetrieben haben in der ZKL, wie die ZKL das vorangetrieben hat, natürlich können beide Seiten voneinander profitieren. Weil die Landwirtschaft letztendlich mit Nachhaltigkeitsleistung Geld verdienen kann und muss. Und mit dem Durchregieren hätte man jetzt gerne noch einige andere Häuser. Aber das ist dann die politische Kunst, unter anderem auch ein Finanzministerium bei der Stange zu haben, wenn es um Finanzierung geht. Ich kann nur sagen, viel Erfolg. Ich habe das Signal, dass Sie nicht mehr so lange bei uns bleiben. Deswegen will ich einfach noch mal einmal kurz den Blick nach vorn setzen. Eigentlich hätten wir jetzt Grüne Woche und stünden in irgendwelchen Messehallen und würden uns dort mit viel Publikum unterhalten. Wenn alles glatt geht, dürfen Sie das nächstes Jahr. Sind Sie dann mitten im Sturm der Umsetzung und müssen rudern, dass Sie überhaupt Ihre Ziele und Ihre Ideen, die Sie jetzt haben, durchbekommen? Oder sehen Sie sich in einem Jahr schon mit den ersten Erfolgen und sagen, ich habe das letztes Jahr angesagt, hier ist es. Wie schätzen Sie diesen politischen Weg ein? Es wird wahrscheinlich so sein, dass die einen sagen, was, ist viel zu radikal, viel zu weitgehend. Und die anderen werden sagen, was, er hat nur beim Schwein angefangen, warum nicht schon alles gleich auf einmal. Aber das ist das Geschäft. Ich habe mir ein dickes Fell zugelegt. Wer mit den Erdogans dieser Welt sich angelegt hat, für den ist es hier nicht so. Das ist irgendwie, wir schießen nicht aufeinander, wir bringen uns nicht um, wir sperren uns nicht ein. Manchmal wird es ein bisschen lauter, damit kann ich umgehen. Zu dem, was Sie gesagt haben, also durchregieren geht nicht ganz so. Ich kann jetzt nicht einfach nach dieser Runde hier, gehe ich jetzt nochmal in mein Büro, drücke auf den Knopf und schon kommt die Tierhaltungskennzeichnung, die Ernährungsstrategie und 30% Biolandbau, sondern leider ein bisschen komplizierter, nicht nur das Finanzierungsmodell, sondern am Ende des Tages ist es halt so, ich bin halt nicht alleine. Da gibt es dann eben noch andere, die sagen, stopp mal, Energiepreise schießen gerade durch die Decke. Stopp mal, Gas, stopp mal. Wir haben gerade eine Konfrontation mit Herrn Putin, weil er irgendwie glaubt, dass er wie ein Filetstück Länder, die früher mal zur Sowjetunion gehört haben, dass er sich die einverleibt oder einfach mal mitten durchschneidet und so weiter und uns bedroht, vielleicht irgendwie mit Gasengpässen. Also so, das ist mein Problem. Ich sitze nachher im Kabinett, ich trage da mit ganzer Leidenschaft vor und andere sagen, Vorsicht, das kommt additiv zu den anderen Dingen. Das heißt, viel hängt auch davon ab, in welchem Kontext wir uns befinden. Und da kommen Sie alle mit ins Spiel. Das ist ja nicht, das ist jetzt schön in der Demokratie. Das beeinflussen wir alle mit. Die öffentliche Meinung, die Stimmung, die Berichterstattung. Und darauf bin ich einfach angewiesen. Für die politischen Mehrheiten, für die Modelle, das ist mein Job. Aber dass nachher eben hinter mir, wenn ich mich umdrehe, nicht ganz allein dastehe, sondern noch ein paar Leute dastehen, die sagen, das stehen wir jetzt auch durch, wenn der Wind etwas heftiger von vorne weht. Da brauche ich Sie alle. Vielen Dank, gerne, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wir das auch noch mal abseits von Presseverlautbarungen und Statements haben diskutieren können. Wir sind gespannt, und würde ich sagen. Auf die Grüne Woche freue ich mich natürlich, so wie ich mich auch über die Biofach freue und hoffe, dass wir hoffentlich bald alle geimpft und genesen rauskommen aus Corona und dann wieder physisch uns treffen können. Oh ja, sehr gerne. Alles Gute. Bleiben Sie gesund. Ciao. Danke. Jetzt für alle, die durchgehalten haben und das spannend fanden, geht es hier noch weiter. Der Minister hat einen Anschlusstermin, aber wir wollten auch einfach noch mal schauen, was nehmen wir denn da jetzt mit und
was muss auch vielleicht jeder in seinen eigenen, in seinem eigenen Bereich noch anstoßen. Da würde ich gerne nochmal auch auf die beiden Zukunftskommission Landwirtschaftsmitglieder zurückkommen. Frau Muß, wir hatten jetzt ja schon mehrmals besprochen, wir haben jetzt sehr abgehoben, was alles gemacht werden muss und besprochen. Und diejenigen, die da jetzt unmittelbar von abhängen, die da ihren Lebensunterhalt mit bestreiten, sich fragen, huiuiui, und ich muss es machen. Und das könnte ich mir vorstellen, war ähnlich auch bei Ihnen in der Zukunftskommission. Sie haben sich sehr detailliert auseinandergesetzt. Wie weit sind Sie damit, das in Ihren Verband und auch zu den Junglandwirten und Landwirtinnen zu tragen? Und was kommt zurück? Also sind eigentlich alle schon auf dem Pfad? Ein Punkt, den wir auf jeden Fall noch ansprechen müssen und auch sollten. Wir haben hier heute und auch gestern beim Agrarkongress eine sehr große Aufbruchstimmung erlebt. Eine Stimmung, die zeigt, dass wir Veränderungen brauchen. Aber genau diese Stimmung brauchen wir eben auf allen Ebenen. Wir hier oben können viel diskutieren, aber letztendlich umsetzen, das müssen es die Landwirte. Und die müssen wiederum auch die Akzeptanz erfahren von der allgemeinen Gesellschaft. Das heißt, wir müssen noch viel besser werden, das Ganze wieder runterzubrechen. Wir haben einen sehr langen Abschlussbericht mit 170 Seiten. Man kann nicht erwarten, dass wirklich jeder diesen Abschlussbericht liest. Umso mehr sind wir gefragt, die Inhalte zu transportieren und eben genau an die Basis herunterzubringen. Ich glaube, wir haben da jetzt in dem über einem halben Jahr, dreiviertel Jahr ziemlich viel geleistet. Wir haben ziemlich viele Termine gehabt in der gesamten Zukunftskommission. Ich glaube, wenn wir die alle beisammen zählen, dann haben wir schon viel erreicht, aber lange nicht alle. Wir haben bisher nur überwiegend die erreicht, die sich wirklich dafür interessieren. Und alle anderen müssen wir noch mitnehmen. Und ich glaube, da sind aber nicht nur wir alleine gefragt, da sind auch Diskussionsformate gefragt. Ich glaube, wenn kleine Gruppierungen sich unterhalten und diskutieren, genauso wie wir in der Zukunftskommission, wenn also auf regionaler Ebene Umwelt und Landwirtschaft miteinander sprechen, kommen sie, glaube ich, auch auf die gleichen Ergebnisse, die wir auch erarbeitet haben, aber haben sich gleichzeitig auch angenähert. Und genau da müssen wir ansetzen, dass wir Formate finden, um eben diese Gruppierung zusammenzubringen. Gibt es diese regionalen Formate? Zum Teil. Also Landjugend und Bundjugend diskutieren auch auf regionaler Ebene, aber das muss auch über die Jugend hinausgehen, damit eben alle mitnehmen. Wenn wir können nicht nur sagen, Junglandwirte machen viel, alle landwirtschaftlichen Betriebe müssen mitziehen und genauso müssen auch alle anderen gesellschaftlichen Akteure ihre Verantwortung sehen und eben auch genau dazu handeln, nachhaltige Produkte zu kaufen. Was sind denn, wenn Sie jetzt in Ihren Verband oder in die Bundjugend hineinhorchen, was sind denn genau, also welche konkreten Punkte sind denn das, weil Sie müssen ja auch Überzeugungsarbeit leisten, was sind die Punkte, wo Ihnen Ihre Mitglieder sagen, boah, da hast du aber schlecht verhandelt, also das reicht uns jetzt hier vorne und hinten nicht? Also es geht vor allem darum, wie schnell wir Dinge erreichen. Und das zieht sich eigentlich durch den gesamten Endbericht durch, dass, Sie sagten vorhin meine Ungeduld, ja, die Ungeduld meiner Generation oder auch, wir sehen ökologische Krisen, die auf uns zurollen, Klimakrise, Fluss der Biodiversität. Und wir können am Ende mit diesem Endbericht nicht bewerten, ob wir diese Krisen aufhalten oder nicht. Und da kann ich auch nicht sagen, ja, die Empfehlungen werden diese Krisen aufhalten, das kann ich so nicht versprechen und dementsprechend wird mir dann wieder entgegengesetzt, dass das eben wachsweiche Formulierungen sind, irgendwelche Interessensbekundungen, aber die Wirksamkeit dieser Maßnahmen ist absolut nicht prüfbar. Jetzt beschäftigen Sie sich ja nicht nur mit Landwirtschaft. Also wenn ich jetzt als Vorsitzende einer bedeutenden Umweltgruppe, haben Sie auch den erneuerbaren Energienausbau im Blick, den Kohleausstieg und. Da würde mich noch interessieren, welchen Stellenwert hat denn gerade die Transformation der Landwirtschaft in diesem Konzert, in diesen Dingen, warum Jugendliche Mitglied bei Ihnen werden? Also das Thema Ernährung ist ja ein sehr persönliches Thema und das Thema Ernährung und Landwirtschaft ist für unseren Verband tatsächlich ein Einstiegsthema. So kommen die Leute, die Menschen zu uns in den Verband. Ich glaube, in die Richtung zielt Ihre Frage ab, ja, oder? Genau. Und natürlich haben wir eine Bandbreite an Themen und ja. Ich würde sagen, dass es so viele Überschneidungen gibt, gerade beim Thema Landwirtschaft. Da ist Klima mit drin, Wirtschaft, wie können Wirtschaft fair sein, Verlust der Biodiversität, Naturschutz, also all diese Unterthemen findet sich ja in der Landwirtschaft, in landwirtschaftlichen Themen wieder und somit können ziemlich viele unserer Mitglieder mit der Landwirtschaft etwas anfangen. Ja. Jetzt habe ich noch ein Thema, Herr Grete, das ist schwierig
Und zwar kommen wir jetzt, gibt es immer gleichzeitig den Wunsch, mit all der Transformation alle mitzunehmen. Alle Höfe sollen bleiben. Ist das eine Romantik? Ist das ein Versprechen? Oder ist das wirklich zu leisten? Oder werden wir uns damit abfinden müssen, dass nicht alle mitgehen können? Es sind ja noch nie alle mitgegangen. Wir haben einen gewissen strukturellen Wandel. Es gibt auch Betriebe, die ausscheiden, weil es keinen Hofnachfolger oder keine Hofnachfolgerin gibt. Und das muss nicht in jeder Situation ein persönliches Drama sein, sondern das kann auch eine ganz nüchterne Entscheidung sein. Grundsätzlich haben wir dieses Schrumpfen des Sektors. Das hat in den letzten Jahren übrigens etwas abgenommen. Und ich sehe durchaus Chancen, wenn wir verstärkt jetzt reden über das, was wir von der Landwirtschaft eigentlich wollen. Welche Leistung wollen wir von der Landwirtschaft? Dass da ja auch zusätzliche Einkommensströme entstehen, wenn wir diese Leistung honorieren. Und wir werden sie honorieren müssen. Und das ist ja die große Geschichte der ZKL und der Borchert-Kommission. Wenn wir etwas haben wollen, dann müssen da auch Menschen von leben können. Und damit entstehen ja auch Arbeitsplätze für diese Leistung, die wir gesellschaftlich wollen. Wir wollen eine ganze Menge von der Landwirtschaft. Die ganzen Umweltleistungen, den Klimaschutz, das Tierwohl. Und dann ist ein Bereich da, über den haben wir noch gar nicht so richtig geredet, auch politisch noch wenig. Man könnte das die sozialen Leistungen oder die sozialen Funktionen der Landwirtschaft nennen. Denn es gibt ja ein Interesse an Natur, auch in den Städten. Und die ganze Frage der Mensch-Natur-Beziehung oder die Mensch-Beziehung zur Ernährung, wer steht denn da an dieser Schnittstelle? Das sind natürlich Landwirtinnen und Landwirte, die da stehen. Und auch da können wir drüber nachdenken, ob es dort nicht Funktionen gibt, die man ganz anders honorieren könnte, wenn es etwa geht um Tage der offenen Tür, wenn es um Bildungs- und Ausbildungskampagnen geht, um das in die Kitas, in die Schulen hereinzutragen, um Tage der offenen Tür, um Agrartourismus, um Hofcafés und so weiter. Ich nenne es mal diverse ländliche Räume, die auch eine Schnittstelle darstellen, Schnittstellen bieten, auch für städtische Bevölkerung. Und das sind dann Funktionen, die lassen sich nicht mehr so leicht mechanisieren. Ich glaube, in dem ganzen Bereich Umweltschutz, Tierschutz und Klimaschutz wird man auch vieles mechanisieren können und werden wir auch einen gewissen Strukturwandel haben. Größere Betriebe können vieles besser anbieten. Wenn das um die sozialen Funktionen geht, ist das nicht mehr unbedingt der Fall. Und insofern haben wir da Chancen, auch diesen Prozess noch stärker zu bremsen, aber nicht darüber, dass wir kleine Betriebe zementieren, weil wir sagen, die sind per se besser, sondern weil wir schauen, welche Leistung wollen wir haben und weil wir diese Leistung angemessen honorieren und da auch was dabei ist für kleinere Betriebe. 19.17 Uhr haben wir. Wir haben Ihnen versprochen, es geht von 18.15 Uhr bis 19.15 Uhr. Alle, die dabei geblieben sind, noch 3 Minuten länger, denen danke ich ganz herzlich und alle, die vorher schon da waren, denen danke ich natürlich auch. Ich hoffe, es war ein bisschen anregend und auch ein bisschen unterhaltsam und nicht nur harte Kost. Und vielleicht hat auch jeder ein bisschen was mitgenommen. Das wäre natürlich das Allerschönste. Ich danke meinen Panelisten, die jetzt noch da sind. Herr Professor Grete, Katrin Muß, Miriam Rapior. Genau. Und ich denke, alle, die hier sitzen, werden sehen, wie weit es kommt. Und es wird nicht das letzte Gespräch gewesen sein. Und insofern wünsche ich allen einen schönen Abend und bis bald.